Grüß Gott, Herr Ragner. Es geht heute um den ersten Landshuter Firmenlauf. Der wird am 9. Juni stattfinden und Sie hatten die Idee dazu. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Ja, richtig. Letzten Endes ist einfach sehr eng damit verbunden, dass ich selber mit 6 Jahren meinen ersten Lauf mitgemacht habe beim Münchner Stadtlauf. Das Fieber hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe schon sehr lange eigentlich so den Traum gehabt, selber mal einen Lauf zu verwirklichen. Natürlich in meiner Heimatstadt Landshut. Und ein Firmenlauf, glaube ich, ist auch für die Region einfach eine tolle Sache. Das Motto heißt Laufen verbindet und Schirmherr ist auch Oberbürgermeister Hans Rampf. Sind Sie da jetzt stolz drauf, dass Sie das geschafft haben? Ja, durchaus, weil mit Herrn Rampf verbindet man einfach auch eine gewisse Sportlichkeit, kommt selber aus dem Fußball und freut mich sehr, dass er sich da entsprechend auch mit für die Veranstaltung als Schirmherr mit einsetzt. Kommen wir mal direkt zum Lauf. Die Strecke ist 6,2 Kilometer lang. Wo wird sie denn entlang laufen? Ja, auf meiner eigenen früheren Trainingsstrecke. Also wir starten im EWM-Papst-Stadion, wo ich früher als TGL-Läufer auch regelmäßig losgelaufen bin. Geht dann auf einer wunderschönen Naturstrecke durch die Isarau, also sprich am Hammerbach entlang hoch. An der Soleschwelle ist der Wendepunkt und dann geht es wieder runter über die Heimgärten zum Stadion. Also relativ flach, sodass auch jeder mitlaufen kann. Was macht jetzt jemand wie ich zum Beispiel, der nicht voll im Training steckt? Ja, Alternative noch ein bisschen vorbereiten. Da wird es ja auch bei Ihnen am Sender entsprechende Möglichkeiten geben. Wir werden ja noch Vorbereitungstipps ergeben für diejenigen, die noch nicht so fit sind. Eine gewisse Fitness braucht man auch für 6,2 Kilometer, aber das ist mir also wichtig als Charakter bei dem Lauf. Es ist jetzt nicht nur der Lauf der Besten, sondern es ist wirklich für ein breites Publikum gedacht. Die Freude, der Spaß am Laufen und vor allen Dingen am Laufen mit Kollegen steht einfach im Vordergrund. Werden Sie selbst auch mitlaufen? Ich glaube, am Veranstaltungstag selber. Mir wird zwar ein bisschen das Herz bluten, wenn dann der Startschuss ist und ich nicht mitstarten kann, aber da habe ich dann wohl doch zu viel zu tun, um das Ganze ordentlich zu organisieren. Können Sie schon abschätzen, mit wie vielen Läufern Sie so rechnen? Ja, mein Ziel wären so 500 bis 1000 Läufer. Das wäre sehr schön. Gerade fürs erste Mal muss ich ja erst mal anlaufen. Aber umso mehr auch von Ihren Zuschauern, die Sie einfach begeistern können, da mitzumachen, sind alle herzlich willkommen. Kommen wir gleich mal zum Mitmachen. Das funktioniert über eine Anmeldung. Kann man auch gleich sagen, die Startgebühr beträgt 22 Euro. Wie läuft es jetzt ab? Wo muss ich mich wie anmelden? Also am besten einfach über die Internetseite gehen, www.landshuter-firmenlauf.de. Dort kann man sich entsprechend anmelden. Ist oben ein Button zum Anmelden, ist auch im Menü nochmal ein Button zum Anmelden. Was sie natürlich anbietet, der Lauf zielt ja vorrangig auf Firmen ab. Das heißt nicht, dass man nicht als Einzelstarter oder als Verein, Verband oder ähnliches auch teilnehmen könnte. Also die sind genauso eingeladen. Egal, ob man jetzt läuft, Nordic Walkt oder Reaktiv Walking macht, kann man auf alle Fälle dabei sein. Also es geht wirklich um ein Miteinander, wie ich vorher schon gesagt habe, um den Spaß, gemeinsam da teilzunehmen. Und was sie natürlich anbietet, wenn man als Firma teilnimmt, dass sie irgendwie einen Koordinator in der Firma findet, der die Anmeldung für die Kollegen entsprechend abwickelt, damit alle mit dem gleichen Teamnamen gemeldet sind und letzten Endes dann auch fürs gleiche Team starten können. Wie groß kann denn so ein Team sein? Ja, das geht bei einer Person los, kann beliebig groß sein. Also ich habe jetzt schon von einer Firma gehört, die wollen mit 100 Läufern an den Start gehen. Und da sind alle Möglichkeiten offen. Und ich kenne das von der eigenen Teilnahme an einem Firmenlauf in München. Je mehr aus der eigenen Firma dabei sind, umso mehr macht es einfach nochmal Spaß. Also das war bei uns schon die Wochen vorher, sogar die Kantine hat sich vom Menü drauf eingestellt. Also da gibt es ganz viele Spielarten und das ist einfach eine tolle Sache, auch im Nachgang und auch auf der Veranstaltung, wenn man da miteinander dabei ist. Sie legen ja auch Wert darauf, dass die Zeiten dann ganz genau gemessen werden. Da gibt es verschiedene Messungen. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Also ganz generell, natürlich, ich habe gesagt, mit 6 Jahren habe ich beim ersten Lauf mitgemacht. Ich verrate jetzt nichts Geheimes, wenn ich sage, da waren schon ein paar Läufe dazwischen. Ich habe sehr viele Läufe gesehen und weiß sehr genau, was ich machen möchte. Und nachdem das einfach auch so ein Herzensprojekt ist, sage ich mal, werde ich wirklich alles so optimal als möglich umsetzen. Gleiches gilt natürlich auch für die Zeitnahme und andere Details. Zeitnahme erfolgt mittels eines Chips, einmal Chip, der am Schuh getragen wird, dass man auch ganz exakte Zeitnahme für alle haben und die sehr zuverlässig funktioniert. Was gibt es denn überhaupt zum Gewinnen? Ja, also es sind verschiedene Sachpreise, insbesondere sage ich mal aus dem Fitnessbereich beispielsweise, zum Beispiel Cardio-Tests, die man machen kann. Also es gibt verschiedene Preise, unter anderem wird es auch einen Wanderpokal entsprechend für die Firma mit den meisten Teilnehmern geben. Und überhaupt auch von den Wertungsmöglichkeiten geht es auch sehr stark einfach um die Breite. Also es wird eine Fun-Wertung geben. Wir küren da über eine kleine Jury auch das Team, das einfach die beste Stimmung verbreitet hat, beziehungsweise das lustigste T-Shirt sich gestaltet hat, um den Charakter von der Veranstaltung einmal herauszustellen. Nichtsdestotrotz macht ja auch schon mal Spaß, so das eine oder andere Rennen im Kollegenkreis oder einmal firmenübergreifend sich zu liefern. Gibt es natürlich auch Einzelwertung, Teamwertung und was ich vielleicht noch betonen möchte, auch Azubi-Wertung. Okay,
Okay. Und es ist jetzt nicht rein auf Landshut, auf Stadtgebiet richtig begrenzt. Ist die Anmeldung überhaupt begrenzt oder können so viele mitmachen, wie wollen? Also wir haben es jetzt von vornherein mal nicht begrenzt. Natürlich gibt es Grenzen dessen, was ich von der Qualität her einfach noch machen möchte. Also ich bin selber schon bei einem sehr großen Firmenlauf mitgelaufen, wo ich dann irgendwann mal so nach einer halben Stunde mich halbwegs frei bewegen konnte. Das wird es nicht, sondern wir werden dann schon, wenn entsprechende Anmeldungen da sind, irgendwo einen Deckel drauf machen, in einem verträglichen Maß, dass wirklich denjenigen, die da sind, auch wirklich Spaß macht. Sie sind auch noch auf der Suche nach Helfern, habe ich auf der Homepage gesehen. Und es wird eine After-Run-Party geben. Können Sie zu den zwei Punkten noch mal kurz was sagen? Ja, sehr gern. Also es ist natürlich sehr viel zu organisieren. Es gibt verschiedene Punkte, wo jemand stehen muss, um entsprechend auch zum Schauen, dass keine Radfahrer in die Strecke fahren, beziehungsweise auch, dass die Läufer die Strecke finden. Fährt natürlich auch ein Radl von weg. Aber es ist einfach schon so, dass man sehr viele helfende Hände braucht. Und da freue ich mich, wenn Sie noch freiwillige Helfer für den Lauf finden. Es gibt auch, was ich schon mal dazu sagen kann, ein sehr schönes Abschlussfest für die Helfer. Bei Ihrer zweiten Frage ist ja darum gegangen, bei der After-Run-Party, da sind wir entsprechend mit dem Funkhaus präsent, also das Funkhaus Landshut mit DJ. Es gibt entsprechend auch Verköstigungsmöglichkeiten im Zielbereich. Also das soll wirklich nach dem Zieleinlauf, soll es wirklich fließend übergehen. Es ist ja auch schön, wenn man einfach mal mit den Kollegen außerhalb vom Büro, außerhalb vom üblichen Betätigungsfeld einfach mal einen Kontakt hat und mal ein bisschen entspannter reden kann. Eins ist mir noch eingefallen, die Uhrzeit, wann geht's los? Also Start der Veranstaltung generell ist um 17 Uhr, ab da können die Leute aufs Veranstaltungsgelände im EBM-Papststadion kommen. Der Startschuss ist um 19 Uhr und die Party geht bis 21.30 Uhr. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Ja, interessant für mich und ganz spannend ist natürlich, wie viele Leute letzten Endes teilnehmen. Also ich freue mich sehr drauf, auf alle, die zum Landshuter Firmenlauf kommen möchten. Freue mich sehr, wenn das auch von der Landshuter Wirtschaft, weil auch dafür ist natürlich gedacht, einfach auch fürs Netzwerk zwischen den Landshuter Firmen und auch so ein bisschen für die Stadt Landshut als solches, wenn das gut angenommen wird, weil ich habe es eben gesehen, Städte wie Regensburg haben sowas, Städte wie Passau hatte sowas, München hat sowas, übrigens überall ausgebucht, muss man auch dazu sagen, von den Teilnehmern her. Und ich finde, es steht Landshut einfach auch sehr gut zu Gesicht und der Landshuter Wirtschaft, wenn wir auch einen Landshuter Firmenlauf haben. Dann Hut ab vor Ihrer Erfahrung und viel Erfolg natürlich bei der Umsetzung. Und ich glaube, auch im Laufe der Zeit wird man hier bei uns nochmal was zu der Veranstaltung hören, noch nähere Details und so. Ja, vielen Dank. Ja, ist ja eben auch angedacht, diese Vorbereitungsserie dann auch bei Ihnen auszustrahlen, dass entsprechend sich die Teilnehmer auf dem Weg fit machen können. Macht ja auch Spaß im Kollegenkreis, nicht nur an dem Abend, sondern vorher schon mal miteinander zu trainieren. Dann stellt sich auch die Frage nach der Fitness nicht mehr so sehr. Und ja, ich freue mich natürlich auf die Veranstaltung, auf die Gäste und vielleicht gingen Sie ja selber mit an den Start. Schauen wir mal. Danke.